gerade einen Raid gehabt, ein bisschen Stuff bekommen hier raus. Das ist im Moment das, was ich habe. Ich habe hier so leider vergessen, die Aufnahme anzumachen. Aber ich nehme euch gerne mit. Und jetzt frage ich mich, woher der die ganzen guten Rexzettel hat. Ah, okay, die hat er gelootet. Das ist auch okay. Die Defensive von ihm war jetzt nicht gerade der Hit. Was ist das denn? Ein Revenger. Naja, immerhin ein Tame. Schau mal. Warte mal, das ist ein Tech-Granatenwerfer. Das ist gut. Den nehme ich mit. Den habe ich nämlich noch nicht. Tech-Schild. Haltbarkeit 4K. Das ist super. Brauche ich nicht, habe ich genug. Und der 3er Stego-Sattel nehme ich mal mit. Mein Gott, ey, übertreib mit deinen Skins, die kann man auch wegschmeißen. Ja. So, Leute. Hooktrack-Sattel. So, weiter geht's. Tech Real Gun brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Habe ich ja, wie ihr bestimmt schon wisst, besseres. Triceratops nehme ich mal mit. Man weiß ja nie. Tapichara Sattel nehme ich auch mal mit. Noch mehr Skins. Nice. Munition nehme ich auch mit. Kaisharo-Sattel nehme ich mit. Einen habe ich nämlich, mir fehlt nämlich noch einer. Was ist das? Mosasaurus. Na, komm, nimm mal mit. Tech-Schwert. Habe ich die Tage sehr viel verloren, deswegen nehme ich mit. Ist zwar jetzt nicht gerade der Hit. Gasgranaten. Davon kann man ja auch nie genug haben. Ein bisschen Muni. Und noch so ein Teleport-Ding. Carbo. Und Carno. Stego waren nur die. Was habe ich noch? Sonst habe ich eigentlich nichts, ne? Rex. Ah. Gut, das war's hiervon. Ja, ansonsten habe ich jetzt nur noch das hier ein bisschen zu knacken und dann sind wir auch schon fertig. Da ist noch ein bisschen Munition drin sein. Jetzt können wir ja mal für euch aufmachen. Ja, im Schnitt sind da 400 Schuss drin und dann. Ja, gut. So sah seine Base aus, ging relativ fix. Hier hat er noch einen defensiven Velo gehabt. Ich glaube mal, der hat ein Ei gelegt. Nehmen wir mit. Und ein aggressiven Velo. Sattel müssten eigentlich ja, nicht so doll sein. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Oder Verbesserungsvorschläge für einen Kommentar, ne? Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!